Herzlichen Dank für die Einladung, sehr geehrte Ministerin Petra Berg, liebe anwesende Expertinnen und Experten. Es ist mir eine große Ehre, einen Beitrag zu Ihrem Symposium über den Tellerrand blicken, nachhaltige Ernährungssicherheit in Krisenzeiten zu halten. Nach Mujib Latif, nach Sarah Wiener, jetzt meine kleine Keynote. Und als Medienmensch möchte ich weniger über die Fakten sprechen, als vielmehr über die Frage, wie können wir mehr Menschen davon begeistern, das Thema so prioritär zu sehen, wie Sie es ja tun, sonst wären Sie jetzt nicht heute auf dieser Konferenz. Ich habe, wie einige wissen, die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet. Ich bin ursprünglich Arzt und Wissenschaftsjournalist und seit 30 Jahren auch in den verschiedenen Medien, sei es Buch, sei es Fernsehen, sei es Bühne aktiv. Ich war auch schon sehr gerne und sehr häufig im Saarland unterwegs, beende gerade jetzt meine Bühnentätigkeit, um mich voll und ganz der Frage, wie hängt Klimakrise und unsere Gesundheit zusammen, zu widmen, auch mit Formaten wie Wissen vor Acht Erde. Das zu meinem Hintergrund und zu der Frage, welche Narrative, welche Geschichten machen Lust auf Zukunft, möchte ich Ihnen ein paar Ideen in dieser halben Stunde anbieten und danach bin ich dann auch live aus Münster dann zugeschaltet von meiner Tour und dann gehen wir direkt in die Diskussion. Gesunde Menschen gibt's nur auf einer gesunden Erde. Das ist so wichtig, wie es scheinbar einleuchtet, aber dass gerade die Frage, was wir essen, wie wir essen, wie viel wir davon wegwerfen, auch eine der ganz, ganz großen Treiber der Klimakrise ist, das haben kurioserweise wenig Menschen bislang im Kontext gesehen. Und deswegen möchte ich darüber sprechen, wie die persönliche und die planetare Gesundheit zusammenhängen. Kleines Quiz, kleines Suchbild. Was fehlt hier? Das ist eine Abbildung aus meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Da fehlt nichts. Und natürlich sind das alles vegetarische Gerichte, fleischlose und pflanzenbasierte. Und das ist die erste Idee, dass wir oft eben vegetarisch verbinden mit da fehlt was, statt zu sagen, ey, wenn es leckere Pflanzen gibt, lass uns die doch essen. Das ist das Gesündeste für mich und für die Erde. Und meistens hängt dieses schlechte Image des pflanzenbasierten Essens ja damit zusammen, dass es oft total fantasielos ist, was da auf den Tisch kommt. Und kleine steile These, ich weiß, dass es natürlich sehr viel differenzierter ist, aber ich glaube immer noch, dass viele Männer nicht sich die Mühe machen, ein ausgeklügeltes vegetarisches Gericht mit der gleichen Liebe zuzubereiten, wie sie bereit sind, ein 1,99 Nackensteak auf einen 600-Euro Weber-Grill zu schmeißen und dafür Applaus zu erwarten. Also Fleisch zubereiten ist auf eine fatale Art und Weise viel simpler, als lecker vegan oder vegetarisch zu kochen. Und das ist auch Teil des Themas, dass dieses Framing, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und Fleisch ist ein Stück Wohlstand und so weiter, ganz, ganz hartnäckig ist. Und deswegen dieses Suchbild. Fakt ist, klar, wir können kein Gras essen. Wir können es rauchen, wenn der Lauterbach da Fortschritte macht in der Legalisierung. Aber die Kühe gucken, denn die können das. Die haben die Möglichkeit, dass für uns Unverdauliche zu etwas Schmackhaften und Nahrhaften zu machen. Allerdings mit extrem schlechter Energiebilanz. Und ich wurde auch sehr hart von der Bauernlobby dann angegriffen, als ich in Quiz des Menschen vorgerechnet habe, dass ein Liter Milch ziemlich genau den gleichen CO2-Impact hat wie ein Liter Benzin. Und dazu auch ein kleiner aktueller Witz. Warum kostet die Hühnersuppe 300 Euro? Die ist mit echtem Gas gekocht. Wie eng auch Energie, die wir brauchen, um Lebensmittel herzustellen, inzwischen auch an fossiler Düngung hängt, das ist erst durch den Krieg in der Ukraine, durch den Angriffskrieg Russlands so ins Bewusstsein gekommen. Als damals im Libanon, in Beirut war das, ein Lagerhaus explodierte, dachte man sofort, Mensch, da muss es um
Sprengstoff gegangen sein. In Wirklichkeit war es Dünger aller Wahrscheinlichkeit nach, der da explodierte. Warum? Weil da so unfassbar viel Energie hochverdichtet wird und nur, wenn man aus ausgelöschten Böden das raufkippt, wächst da überhaupt noch was. Also wir machen ganz schön viel Quatsch im ganzen Ernährungssystem. Und deswegen möchte ich Ihnen erzählen, wie eine Begegnung mit einem Menschen, mit einer Frage mich für dieses Thema sensibilisiert hat. Einige werden sie erkennen, das ist Jane Goodall. Jane ist wirklich eine der beeindruckendsten Menschen, die ich jemals interviewen und treffen durfte. Inzwischen weit über 85 Jahre und ursprünglich in jungen Jahren Schimpansenforscherin, heute wahrscheinlich eine der wichtigsten Umweltaktivistinnen der Erde. Und Jane zeigte mir, wie die Menschenaffen sich begrüßen. Sie zeigte mir, wie die durch Körperkontakt Aggressionen abbauen. Dann schaute sie mich aus diesen weisen und etwas melancholischen Augen an und stellte mir eine Frage, die mich direkt ins Herz traf. Die stelle ich jetzt auch Ihnen. Jane fragte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Das ist die zentrale Frage im 21. Jahrhundert. Diese Frage müssen wir uns alle früher oder später stellen. Wenn wir so schlau sind, wie wir behaupten, warum machen wir so einen Scheiß? Denn das hier ist unser Zuhause. Das ist unser Living Room. Unser einziger Planet, von dem wir wissen, im Universum mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen. Der einzige Planet mit Kaffee, Sex und Schokolade. Es wird nirgendwo besser, nicht mal für Elon Musk. Aber wie verhalten wir uns der Klimakrise gegenüber und auch der Ernährungskrise, die damit einhergeht? Wir verhalten uns kindisch. Wir verhalten uns so, als wenn wir nicht hingucken wollten. So, als würde man nachts wach mit einer vollen Blase. Und du weißt genau, was du tun musst. Und du weißt auch, es wird nicht besser, es wird nur schlechter. Und gleichzeitig stellen wir uns schlafen und denken, wenn ich die Augen zumache, dann sieht mein Körper nicht, dass ich nicht aufs Klo gehe. So doof sind wir. Und dieses Foto, das mir Harald Lesch zur Verfügung gestellt hat, ist nicht gestellt. Das ist ein echtes Foto einer Facebook-Seite eines amerikanischen Golfclubs. Der sagt auch noch in der Unterzeile, wir sind stolz, dass wir uns erstmal auf die wichtigen Dinge konzentrieren, finishing the round, erstmal das Golfspiel zu Ende machen. Und der Wald brennt. Und als Elon Musk sich einmal so großspurig bei Twitter äußerte, er bietet 100 Millionen Dollar für jemand, der was erfindet, was CO2 binden kann, hat jemand zurückgetweetet, dürfen sich auch Bäume bewerben. Das ist mein Humor. Die Nature-Based Solutions, also die Frage, wie die Natur mit all ihren Lösungen, die sie uns bislang sozusagen ohne eine Rechnung zu stellen, zur Verfügung gestellt hat, maßgeblich eben auch in den Bäumen, in den Böden, in gesunden Ökosystemen auch unheimlich viel CO2 zu speichern, das haben wir unterschätzt und wir haben auch unterschätzt, wie schnell dann durch Dürre und durch einen Funken all das CO2, was die Natur mühseligst gebunden hat, innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen dann wieder komplett in die Atmosphäre geht. Das ist ja alles eigentlich bekannt und deswegen ist einer meiner Leitsätze geworden, Research shows that showing people research doesn't work. John Sturman, MIT. Ich bin inzwischen Mitglied im Club of Rome. Vor über 50 Jahren gab es die Grenzen des Wachstums, es gab Holmer von Ditfurth, es gab NASA-Scientists, die die ganze Entwicklung vorhergesehen haben. Und wer es nicht kennt, der Netflix-Film Don't Look Up, Pflicht. Es ist so großartig, wie da Jennifer Lawrence und auch Leonardo DiCaprio die Story unserer Zeit erzählen, indem wir sagen, wir wollen es nicht sehen. Wir wollen da nicht hochgucken, wenn da ein Meteorit kommt. Ich möchte ja positive Beispiele Ihnen auch anbieten und deswegen schauen wir einmal kurz in den Trailer, wie auch auf Netflix, einer der großen Plattformen, Johan Rockström, der auch die Eat Lancet Commission mit angeleitet hat, also die große Frage, wie können wir die Planetary Health Diet so gestalten, dass wir 10 Milliarden Menschen satt kriegen und dabei innerhalb der planetaren Grenzen bleiben. Johan hat sich zusammengetan mit David Attenborough, einem der wahrscheinlich weltweit bekanntesten Naturfilmer,
Und das eben auch auf einer der ganz, ganz großen Plattformen. Und das finde ich großartig, finde ich wichtig, dass wir rauskommen aus einer bestimmten Ecke, aus einer Bubble und dorthin gehen, wo die Menschen sowieso unterwegs sind im Digitalen und dann eben auch nicht so dieses gerne auch ideologisch ein bisschen verbiesterte, was ist gesünder, 3-4-Kornbrötchen oder 4-3-Kornbrötchen Spiel machen, sondern wirklich die großen Zusammenhänge zeigen. Was sind die planetaren Grenzen und was haben wir damit zu tun? The science is clear and has been communicated for the past 30 years. And still we're not moving in the right direction. I don't get depressed. I get angry. What are the systems that determine the state of the planet? This is about us. It is about our future. All is not well with our planet. As we increase our pressures on Earth, we are now crossing irreversible tipping points. Die Schritte über die planetaren Grenzen, sehr sehenswerter Film. Ein anderes Beispiel, was Sie auch gerne in Ihrer Kommunikation nutzen können, finden Sie in der ARD Mediathek. Dort moderiere ich Wissen vor 8 Erde. Und auch zur Klimakonferenz in Glasgow haben wir eine Sonderedition gemacht. Viele von diesen 3-Minuten-Filmen kann man einbinden, auch in seine eigenen Präsentationen. Man kann auch diesen Grafikteil sich da anschauen. Und was ich ein großes Aha fand, war die Idee des Weltackers, den vielleicht einige von Ihnen kennen. Es gibt das bei der Bundesgartenschau, es gibt in Berlin einen, ich habe einen in Überlingen am Bodensee auch besucht. Wenn man einmal sieht, was für einen Riesenunterschied macht, wie viel Ackerfläche man braucht, wenn man nur Getreide und daraus dann Nudeln möchte oder eben ob man einen extra Acker hat, nur um dann Tiere zu füttern, um dann auch noch die Hackfleisch-Bolognese draus zu machen. Wenn man das einmal sagen, vor sich sieht, dann wird einem erst der Irrsinn der Fleischproduktion klar. Und hier hinter dem kommenden Film steckt diese Idee, wie viel Land steht mir eigentlich zu, wenn man die ganze verfügbare Ackerfläche der Erde durch 8 Milliarden teilt und wie wird da auch unfair gemogelt, indem die reichen Länder sagen, den Menschen im globalen Süden wirklich nicht nur das Futter wegschnappen, sondern auch Ackerflächen indirekt. Teilt man das weltweit zur Verfügung stehende Ackerland durch alle Menschen auf der Erde, so kann ich für mich rund 2000 Quadratmeter in Anspruch nehmen. Das ist ein bisschen größer als ein Eishockeyfeld. Das hier ist also die Fläche, die mir zur Verfügung steht, um alles anzubauen, was ich so zum Leben brauche. Würde ich das Feld so beackern, wie es die Menschheit derzeit im Durchschnitt macht, wäre knapp die Hälfte davon mit lediglich 4 Pflanzen bebaut. Weizen, Mais, Soja und Reis. Auf dem Stück hier wachsen noch alle anderen Getreidearten. Reis ist der Ernährungsheld auf dem Feld. Er ist das wichtigste Grundnahrungsmittel der Erde. Der Weizen dient zwar auch meiner Ernährung, aber nur zu 2/3. Die hier wollen nämlich was abhaben, die Nutztiere. Dieses Riesenstück hier geht allein fürs Tierfutter drauf. Mein Verlangen nach Fleisch braucht also schon mal viel Fläche. Übrigens, der Sojaschnitzel-essende Veganer in mir nimmt nur diese Fläche in Anspruch, um Sojaprodukte wie Tofu herzustellen. So viel Fläche hätte ich für Obst und hier das für Gemüse. Beides reicht, um den empfohlenen Mindestverzehr zu decken. Das wäre der Platz für Früchte, aus denen Öl gewonnen wird. Hier Kartoffeln und anderes Knollengemüse, noch ein paar Nüsse und andere Pflanzenarten. Natürlich muss man auch an Drogen und Genussmittel denken. Die Tabakfläche, okay, ich brauche sie nicht, aber die reicht für 2 bis 3 Zigaretten am Tag. Beim Kaffee kann ich mir nur jeden dritten Tag ein Tässchen gönnen, mehr ist nicht drin. Auch für Konsumgüter muss mein Acker herhalten. Hier wächst meine Baumwolle. Auf dieser Fläche wächst gerade einmal genug Wolle für zum Beispiel 2 Jeans, 1 Pulli und 3 T-Shirts. Im Schnitt kaufen wir aber pro Nase 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Merken Sie was? Die 2000 Quadratmeter, die Ihnen rein rechnerisch zustehen, reichen für unseren Konsum einfach nicht aus. Hinzu kommt noch, dass dieser ganze Teil hier in der Mülltonne landet, noch bevor er den Supermarkt oder eine Fabrik erreicht. Wie schaffen wir es also trotzdem, unseren Konsum zu bedienen? Indem wir das Feld von anderen verkleinern.
Weitere Filme von Wissen vor Acht gehen dann auch zum Beispiel auf das Thema virtuelles Wasser ein. Was für ein Rucksack an CO2, aber auch an virtuellem Wasserverbrauch hängt an einer Avocado oder an einer Flugmango und so weiter und so fort. Also bedienen Sie sich auch dort aus diesen Quellen. Eine andere, in meinen Augen sehr gelungene Darstellung von Grafikerinnen und Grafikern kommt hier aus dem Buch Wie viel Regenwald passt in ein Einmachglas. Ich klicke das jetzt nur einmal schnell durch. Da geht es um Kuhmilch und Milchersatz oder eben auch der Unterschied zwischen Absicht und Tun. Das finde ich auch immer sehr wichtig, wenn man die Leute nämlich fragt. Das ist die linke Abbildung. Sind sie bereit für mehr Tierwohl auch einen höheren Preis zu zahlen, zum Beispiel bei Schweinefleisch, dann sagen 76%, ja klar, das ist wichtig, ist ein Anliegen, ja, muss man auch fair bezahlen. Wenn man dann aber fragt, wie ist denn der reale Anteil an Bio, zum Beispiel bei Schweinefleisch, ist das sehr ernüchternd. Das ist ein sehr kleiner grüner Bereich von 1%. Ist wirklich plötzlich alles Bio? Nein, ist es nicht. Und auch hier die Nuss-Nougat-Creme und der Urwald, auch da solche Vergleiche zu ziehen, sind immer gute Beispiele, um über die Dimensionen, die der Ernährungssektor hat und natürlich indirekt auch, den er für Menschen hat, die von dem, was sie direkt anbauen, auch leben wollen und müssen. Diese Zusammenhänge einmal illustrieren, ist wichtig. Und natürlich auch die Frage, was hat das mit der Biodiversität zu tun, wenn unsere ganze Welternährung an sehr wenigen Arten hängt und die natürlich auch bestäubt werden müssen und auch gleichzeitig mit dem Insektensterben und vielen Aussterben von anderen Tierarten wir ständig Löcher in diese Web of Life-Idee reißen. Ein seltsamer blinder Fleck, den wir in Deutschland haben, ist, auch über den CO2-Abdruck von Tieren zu sprechen, die wir als Haustiere verehren. Pferde, hier mit dem Hufeisen dargestellt, natürlich der größte Fußabdruck, aber auch Hunde und auch Katzen werden inzwischen nach BARF mit sehr, sehr hochwertigem Fleisch verwöhnt. Früher wurden Hunde auch einfach mit Essensresten gefüttert, aber heute kann es gar nicht elegant und teuer genug sein. Und ich habe keine gute Quelle für die Zahl gefunden, aber ich habe einmal gehört, ungefähr 20% der Fleischproduktion in den USA, aber wahrscheinlich auch in Deutschland und anderen Ländern, geht nur in Tiernahrung. Das heißt, wir schieben unfassbar viel Kalorien in Tiere rein, maßgeblich eben auch Nutztiere, Rinder, damit die aus 10 bis 20 Kalorien dann eine oder zwei machen. Und das wiederum wird dann in Tiere reingeschoben. Und ich stelle mir jetzt immer so absurd vor im Supermarkt, wenn da lauter Tierliebhaber am Regal stehen und der eine nimmt Futter für sein Kaninchen und der andere nimmt Hundefutter mit Kaninchen drin. Und beide sind davon fest überzeugt, wir lieben Tiere. Und diese Vergleiche kennen Sie, dass es eigentlich sehr viel sinnvoller wäre, Proteine aus Insekten, aus Mehlwürmern auch für Tiernahrung zu nutzen und letzten Endes natürlich auch für uns Menschen. Welche Narrative haben uns bislang gehindert? Wir haben über die Klimakrise geredet und hier, we don't have to save the planet, we have to save us. Wir müssen nicht das Klima retten, wir müssen uns retten, sage ich dann gerne, weil das Klima ist sehr abstrakt und auch Ernährungssicherheit ist ein doofes Wort. So spricht kein Mensch im Alltag. Wir reden über Hunger, wir reden darüber, wie kriegen wir alle Menschen satt. Wir reden über die Gerechtigkeitsfragen dahinter. Ja? Wie ist das mit dem Brot teilen? Wie ist das mit dem Quinoa, was plötzlich angebaut wird für den Export und lokale Arten da nicht mehr angebaut werden? Wie ist das mit Hirse, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang auch in Nordafrikas gang und gäbe war und dann wird durch Weizenimporte plötzlich der Markt kaputt gemacht und plötzlich wird der Weizen teuer und Menschen hungern und so weiter. Also wir müssen stärker diesen Gesundheitsaspekt in der Kommunikation nach vorne ziehen und wir müssen auch
glaube ich, viel stärker kommunizieren, wo wir hinwollen. Nicht nur über die Defizite reden und auch über die bedrohlichen Bedingungen, unter denen heute mehr Menschen unter Hunger leiden als bereits vor 5 Jahren. Wir sind also nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast in vielen Weltbewegungen, sondern wir sind bei Rückschritten und das ist extrem bitter. Und dennoch glaube ich, dass diese Idee mit der Agenda 2030 ganz wichtig ist, nämlich zu definieren, wo wollen wir hin, was haben wir zu verlieren, aber was haben wir auch zu gewinnen. Und bei der Agenda 2030, bei den Sustainable Development Goals, gibt es ja diese 2 Darstellungsformen. Die eine linke ist die populäre mit den vielen Kacheln. Ich finde aber dieses rechte Tortendiagramm eigentlich die bessere Variante. Warum? Weil die Tortenstücke nicht gleichwertig nebeneinander sind, sondern sie bauen aufeinander auf. Und alles, was wir mit Economy und Society an großen Menschheitszielen haben, beruht auf der Biosphäre, auf der Landwirtschaft, auf dem Wasser, auf den Pflanzen, die diese Erde überhaupt nur bewohnbar machen. Und da finde ich auch diese Idee von der leeren und der vollen Welt eine ganz wichtige Unterscheidung, dass auch dieser ganze Wachstumsgedanke ja aus einer Zeit kommt, wo wir wachsen konnten, wo wir in einer leeren Welt expandieren konnten, wo man sagen konnte, wenn ich doppelt so viel Fische will wie im letzten Jahr, dann brauche ich doppelt so viel Netze und ich brauche doppelt so viel Boote. In einer überfüllten Welt, wo es zu viele Netze und zu viele Boote gibt, ist nicht mehr Wachstum angesagt, sondern Ressourcenschonung. Wir müssen gezielt Fische übrig lassen, damit wir im nächsten Jahr überhaupt noch welche haben. Und kurioserweise, Annette Kehnel hat darüber ein spannendes Buch geschrieben. Wir konnten schon mal anders, sie ist Mittelalter-Historikerin in Mannheim. Die sagte, es gab auch diese genossenschaftlichen Ideen, zum Beispiel am Bodensee, wo man sich dann jährlich traf und die Größe der Löcher in den Netzen gemeinschaftlich besprach, um zu sagen, wie bleiben genug Fische für nächstes Jahr und für letzten Endes die nächsten Generationen. Also wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Wir können auch viele, viele gute Kulturtechniken wiederentdecken, auch gerade verantwortliche, gemeinschaftliche, genossenschaftliche Modelle. Und je länger wir warten, desto teurer wird alles. Das war auch auf dem World Health Summit, wo ich gerade war, mit ein großes Thema, nämlich The Cost of Inaction. Wir unterschätzen, dass die Entwicklung gerade so rapide in die falsche Richtung gehen, dass jedes Jahr, wo wir weiter zögern, uns unfassbar viele Mehrkosten beschert, bis hin zu dem Punkt, wo wir eben über Tipping Points hinweg sind und gar nichts mehr haben. Und wenn wir über Ernährung reden, dann möchte ich auch daran erinnern, das Wort Kumpel kommt wahrscheinlich von Kumpane, der, mit dem ich das Brot teile. Mein Kumpel ist also nicht nur einer, mit dem ich Brot teile, sondern auch Gefühle teile. Nahrung, Ernährungssicherheit ist das eine, aber die andere Frage ist ja auch, was bedeutet gemeinsam essen, was bedeutet Rituale haben, was bedeutet das auch seelisch? Umgekehrt frage ich mich auch, wie viele Menschen von den 2 Milliarden etwa, die mit Übergewicht zu tun haben, stopfen sozusagen auch mit Nahrungsmitteln eine innere Leere, die gar nicht mit Kalorien richtig beantwortet ist. Also die Frage ist, ein Teil dieser Krise auch eine spirituelle Krise. Und deswegen Free Hugs, wie hier auf dem Bild. Und der Reiz ist sofort kaputt, wenn man daraus ein Geschäftsmodell macht, nämlich Deluxe Hugs. Worauf will ich hinaus? Viele Dinge regelt eben kein Markt. Märkte können so perverse Dinge handeln wie Schweinehälften. Aber solange ein Baum zum Beispiel mehr wert ist, wenn wir ihn in Bretter schneiden, als wenn er Wurzeln und Blätter hat und wachsen kann, so lange werden Bäume gefällt werden. Und deswegen müssen wir nicht nur Nahrungsmitteln, sondern auch der Natur einen völlig anderen Wert geben, inklusive auch zum Beispiel eben gesunden Böden. Welche Kommunikatoren brauchen wir stärker in diesem Diskurs? Die Gesundheitsberufe. Schauen Sie hier, aufgetragen Vertrauen in Berufsgruppen. Rot ist schlecht, grün ist gut. Und
Tut mir leid für alle anwesenden Politiker. Die unterste Kategorie, ich weiß nicht, wie gut Sie das lesen können, ist auch aus meinem Buch die Abbildung, aber diese Untersuchung gab es weltweit immer wieder mit ähnlichem Ergebnis. Politiker, Politikerinnen ganz unten, Versicherungsvertreter, Werbeleute, dann Journalisten, Banker, Schauspieler, TV-Moderatoren auch noch im roten Bereich. Deswegen betone ich auch immer, dass ich mal was Anständiges gelernt habe. Aber ganz oben die Gesundheitsberufe, Feuerwehrleute, Sanitäterinnen, Sanitäter, Pflegefachkräfte, Ärzte und Ärzte, alle, die nah dran sind an den Menschen, die genießen in der Bevölkerung ein extrem hohes Vertrauen. Und das müssen wir viel besser nutzen. Deswegen setze ich mich auch immer wieder mit diesen Themen auch auseinander auf den verschiedenen Plattformen, immer wieder, sagen, sei es bei den Tagesthemen, bei den verschiedenen ärztlichen Kongressen, auf der HIV-Tagen ging es auch darum, wie hängt unsere Nahrungsmittelerzeugung, die viel Regenwald zerstört, die Artenvielfalt zerstört, die Monokulturen fördert und das meistens auch noch mit Milliardensubventionen, das ist pervers, ich kann es nicht anders sagen, wie fördert die gleichzeitig Pandemien? Die Dinge hängen zusammen. Dadurch, dass Menschen zum Beispiel nichts zu essen haben, jagen sie dann auf Wildtiere, essen sie auch Tiere, die offensichtlich krank sind, essen sie tuberkulöse, zersetzte Lungen und so weiter und so fort. Und das treibt dann wieder die Infektionskrankheiten. Also wichtig zu verstehen, wie eng die Krisen, mit denen wir gerade global konfrontiert sind, eigentlich im Kern zusammenhängen. Manchmal braucht es nur ein Bild, um Dinge klar zu machen. Ich danke Katapult, tolle Grafik-Initiative aus Greifswald, dafür, dass ich die nutzen darf. Natur aus Sicht des Menschen, da stehen wir in der Mitte. Natur aus Sicht der Natur sieht bunter, vielfältiger aus. Und genauso deswegen brauche ich auch ein buntes Team hinter mir. Danke für alle, die in der Vorbereitung aktiv waren. Danke für alle, die mir auch geholfen haben, diese Ideen in Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, in meinem aktuellen Buch herunterzuschreiben und zu illustrieren. Denn ja, wir Menschen sind nicht gut im Vorausschauen, im Planen, wie hier das Department of Planning zeigt. Aber wir sind die Einzigen, die noch vorausschauen können. Das wird uns niemand abnehmen. Und es gibt diesen schönen Satz, wer heute einen Baum pflanzt und weiß, dass er selber noch nicht in seinem Schatten wird sitzen können, hat eine Ahnung von dem, worum es geht. Wichtig ist auch, aus diesem ewigen Dilemma rauszukommen, können wir uns das leisten? Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Und wie dringlich es ist, das hat Jörn Röckström mir auch auf der letzten Klimakonferenz in Glasgow sehr, sehr klar gesagt. In time, science has actually provided, I think, starting to provide a new narrative. Yeah. And that new narrative is about Mother Earth. It's also about the complexity and interactions, but it's also about this stewardship of the whole system. Yeah, it's a one health and healthy planet, exactly. Healthy people. Now, you're a father. What is your biggest worry concerning your children? Mm. What world are they inheriting? Well, my biggest worry is that we, within the next just 10 years, press on buttons. That means that we irreversibly will be handing over a planet that my children and their children will simply be hosted on a planet that drifts into a worse and worse situation for life support, for their living conditions. Where's your hope? Let's say light in the tunnel is something that I know you represent so strongly, but we see more and more evidence around this, is that we're sitting on the winning narrative. We know that today we can say with very high degree of certainty that a transition to a zero carbon sustainable future gives us better outcomes, particularly for health, I mean, your profession, but also for the economy, for security. I try to explain to everybody, today is the energy day here in Glasgow. Mm-hmm. I try to say, I'll probably say 20 times today, that what we are facing now for the first time in human history is that every nation in the world can become energy self-sufficient. Wie schaffen wir es, bei all dem den Humor nicht zu verlieren? Eins meiner Lieblings-Cartoons von Charlie Brown. Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Kriegen wir es hin, Lust auf Zukunft wieder zu machen? Wir arbeiten hart daran, die Leichtigkeit zu bewahren. Wenn Sie wollen, schauen Sie auf unserer Internetseite von der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Da finden Sie auch weitere Videos wie die gezeigten. Sie finden auf unserem Insta-Kanal und auch auf meinem persönlichen Insta-Kanal Beispiele, die Sie gerne auch teilen können.
Denn das Wichtigste, was ein Einzelner, eine Einzelne heute machen kann, ist nicht einzeln, nicht alleine zu bleiben. Es kommt auf jeden und jede an. Es kommt auf jede Tonne CO2 an, auf jede Kalorie, die ein hungriger Mensch bekommt und weiterleben kann. Und natürlich geht es gerade wirklich ums große Ganze. Und wir haben lange gedacht, ach, diese Themen haben noch ewig Zeit. Und deswegen gehört das letzte Wort in meinem Beitrag, und dann treffen wir uns ja gleich live zur Diskussion, auf die ich mich sehr freue, das letzte Wort hat die nächste Generation. Ich habe gerade geguckt, Kletterkinder, was habt ihr gemacht? Wir haben uns schon hier von der Brücke abgeseilt und haben Transparent aufgehängt. Was stand auf dem Transparent? Das, was hier auch drauf steht, die Menschheit versagt. Warum ist dir das so wichtig? Weil wir nur noch wenig Zeit haben, bis es richtig schlimm wird. Das sind dann die Kipppunkte. Das ist, wenn das Eis in der Arktis schmilzt, das reflektiert dann kein Sonnenlicht mehr. Und die Regenwälder, wenn die austrocknen, dann speichern die auch weniger CO2. Und dann wird es immer heißer und heißer. Das kann dann keiner mehr aufhalten. Woher weißt du das alles? Weil ich bin baff, was du alles drauf hast. Wir informieren uns, Nachrichten und auch der IPCC, der Weltklimarat. Da sind auch nochmal wissenschaftliche Daten. Ich frage mich, warum weiß nicht jeder in politischer Verantwortung, was dieses 10-jährige Mädchen und ihr Bruder wissen. Ich bin selber einer der Gründer von den Scientists for Future. Du sagst auch, Leute, hört doch mehr auf die Wissenschaft. Warum glaubst du, sind so viele immer noch nicht davon überzeugt, dass wir jetzt handeln müssen? Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie es nicht glauben oder ich weiß es tatsächlich, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich nicht dafür interessieren soll, dass die Welt praktisch untergeht.